Moin moin und hallo ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meiner großen Spielebibliothek von A bis Z, die ich euch vorstelle. Und zwar möchte ich heute daraus wieder ein Spiel vorstellen. Es ist Spelunky für die Xbox 360 auf der Xbox Series X und wollen mal reinschnuppern, was das Spiel zu bieten hat. Was kann es? Gucken wir es uns mal an und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was. Und ihr möchtet selber zocken, dann passt gut auf, bleibt dran, bis gleich. So, wollen wir jetzt starten und zwar Spelunky für die Xbox 360 und starten die ersten 30 Minuten auch genau jetzt. Warum die ersten 30 Minuten? Ja, damit ihr das Spiel ein wenig kennenlernt, damit ihr mal einen ersten Blick bekommt und nicht großartig oder zu großartig gespoilert werdet und ja, ihr das Spielerlebnis selber auch noch habt. Von daher könnt ihr hier einen ersten Einblick erhaschen. Aber wir wollen jetzt spielen. Abenteuer. Okay, Abenteurer auswählen. Wir nehmen den Standardcharakter. Oh Mann, das ist ja so knüppelhart, das Spiel. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt weit komme. Kann sein, dass ich da am Anfang schon elendig abkacke, aber okay. Wir schauen es uns an. So, was haben wir hier? Ah, die können wir sogar mitnehmen. Ein Büchlein. Du hast ein Tagebuch gefunden. Drücke Back, um es zu öffnen. Hallo, mein Name ist Young und dies ist mein Tagebuch. Staubige Karten und Gerüchte von erstaunlichen Schätzen haben mich hierher tief unter die Wüste gebracht. Dieser Ort ist irgendwie seltsam. Der Aufbau scheint sich die ganze Zeit zu verändern. Man sieht nie denselben Raum zweimal. Ob das wohl der legendäre Olmec-Fluch ist, der die Leute auf ewig in die Höhlen einschließt? Ich schiebe den Gedanken beiseite und konzentriere mich stattdessen auf den Schatz. Wenn ich die Grundlagen der Bewegung und des Kampfes beherrsche, werde ich als reicher Mann zurückkehren. Okay, springen, Peitsche und sonst noch nichts. Zum Klettern. Oh, neuer Tagebucheintrag. Das Verderben eines jeden Abenteurers versteckt sich gern in Töpfen. Sonst haben wir noch nichts. Okay, mein erster Eintrag. Können wir die auch noch kriegen? Jo, so auf den Kopf springen können wir. Geil. So. RT. Ah, laufen. Okay. Yes, einen Diamanten haben wir. Wow. Okay, die sind auch Geschichte. Da haben wir noch jede Menge Gold. Da sollen wir die Treppe hoch. Oder Leiter, besser gesagt, Treppe. Und holen uns das schöne Gold. Ich muss mal gucken, ob ich das goldige Stück da kriege. Nein. Ich hätte mich umdrehen müssen. Du bist noch einmal. Mal ein bisschen tricky ist das schon und wenn ich die Grundlagen nicht im Spiel drauf habe, dann
Nächste geht doch easy going. So, nächsten Abschnitt. Klatsch, weg bist du. So, krieg ich den von hier? So, das ist die Frage. Kann ich da durchgehen? Ja, ich darf da nur nicht drauf landen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Nein. Nein. Was? So. Ein bisschen früher den A-Knopf drücken. Und die Höhle verlassen. Yes, wir haben Cash gemacht. Die Reise war schwieriger als ich dachte. Ich bin in Stachelgruben gefallen, in Fallen gelaufen und wurde von Monstern angegriffen. Doch gleich, was auch passierte, ich bin immer wieder am Eingang der Minen aufgewacht. Es ist fast so, als würde ich hier unten selbst Gevatter Tod die Orientierung. Trotz dieser unheimlichen Ereignisse bleibe ich auf die anstehenden Aufgaben konzentriert. Ich schreite eifrig voran und habe dabei Ruhm und Reichtum im Blick. Falsche! Kisten kann ich auch zerstören. Neuer Tagebucheintrag. Wert 2500. Okay. Auf wahrscheinlich gegenschlagen. Bis jetzt haben wir ja alles eingesammelt. Und noch sieht es nicht knüppelschwer aus, aber glaub mir, das wird's noch. Was haben wir jetzt? Dieses Tier verspeist bevorzugt Käfer, greift aber auch Menschen an, wenn es hungrig ist. Okay. Nach unten und B ist eine Bombe. Oh, das war zu. Y. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Muss ich da was ausrüsten? Ah, ja. Gecheckt. Check. Neuer Tagebucheintrag. Seilhaufen. Jeder Forscher braucht Seile, vor allem um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Danke. Wir haben Seile. Und jetzt können wir nämlich nach oben. Da ist wieder eine Kiste. Yes, wir sind rich. Aber kein Problem, wir haben ja noch Seile. Und für Bomben nehmen wir doch gerne die Seile mit. Ui, was war das? Eine Spinne. Größer als die gewöhnliche Hausspinne. Lass dich nicht von ihr erwischen. Zu spät, mein Freund, zu spät. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, bestimmt B. Yep. Ja.
hätte ich auch noch sprengen können, Trottel. Zu viel verschwendet. Aber wir haben ja noch reichlich Bomben. Oh. Ah, wir kriegen die Kiste. Für den Schatz. Bis jetzt haben wir alles bekommen. Und da war nichts drin. Okay, einfach drüber laufen. Passt. Hallo? Wir hatten eine. Ne, wir brauchen kein Geld. Bomben, ohne Ende Bomben. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Das ist die Frage. Hier haben wir alles soweit. Da kommen wir nirgendwo hin. Können wir nur zurücklaufen, oder? Ah ne, da ist doch der Ausgang. Vercheckt, gar nicht gemerkt. Da, RB, und raus hier. Neulich hatte ich am Ende der Minen einen Einblick in ein üppiges Paradies. Wie kann so weit unter dem Erdboden nur ein solcher Ort existieren? Und was liegt dahinter? Die Händler der Höhlen reden noch fabelhaften Gewölben weit. Die Händler der Höhlen reden von noch fabelhafteren Gewölben weit unten. Von alten Ruinen aus Gold. Allein die Idee bringt mein rastloses Herz zum Rasen. Aber wir wollen. Oh shit, die war zu weit zur Seite. Ne, doch nicht. Perfekt. Haben wir den Diamant noch gekriegt? Komm her, ich peitsch dich. Oh, weg da. Mitnehmen, wir wollen ja nichts liegen lassen. Jetzt können wir nach unten weiter, ne? Ja. Und bumm. der ist stinkig geworden. Terrorist. Jetzt können wir auch sein Crap mitnehmen. Der ist drauf gegangen, genauso wie ich auch. Okay, machen wir den Shit nochmal. Und nix. Und wer? Oh shit. Eines weg. Neuer Tagebuchantrag. Eine tödliche Schlange mit charakteristischem Kopf und giftigen Biss. Okay. Wo hatten wir die Bombe? Hier will ich's. Oh shit, die ist diesmal echt zu weit weg. Aber wir haben Diamanten gekriegt. Hey. Und Gold. Nein. Eine goldene Statue, die durch tödliche Fallen bewacht wird, bringt sie zum Ausgang, um eine dicke Belohnung zu erhalten. Okay. Aber erstmal. Nein! Kann ich den Pfeil einsammeln?
Das nehmen wir mit. Die Kiste nehmen wir mit. Ah, geil. Wie kann ich denn so? Den müssen wir ja mitnehmen, genau. So, was hat der Händler da? Überraschungskiste 8000. Nee, da braucht man nichts von. Das Teil hier mit zum Ausgang nehmen. Oha. Komm ich da noch wieder hoch? Da lag doch noch was. Ich will's ja nicht liegen lassen. Haben wir. Den können wir verschieben. Mega nice. Den hier auch. Oh, wen haben wir denn da? Den haben wir auch mit. Beides mitnehmen. Muss wohl nichts liegen lassen. Hat er mich da reingestoßen? Nein! Eieieiei, den ganzen Shit nochmal. Neuer Tagebucheintrag. Diese Stacheln durchbohren jeden, der das Pech hat, auf sie zu fallen. Okay. Wir wissen Bescheid. Wir kämpfen uns jetzt langsam durchs Level. So. Werfen wir mal. Nicht so gut, aber ich habe es geschafft. So, diesmal eine B hier. Dann können wir nämlich erstmal den Diamanten holen. So, da ist nur eine blöde Schildkröte. Eine fliegende Schildkröte. Jetzt rüber jumpen wieder. So, und dann die Bombe starten. Okay. Seile! Jetzt können wir erstmal die Goldstücke wiederholen und dann mehr Cash hier. Ich könnte mir die ganze Map hier wegfegen. Ich glaube aber, ich muss hier einen Weg durchbohren, ne? Oder wie war das? Damit hochklettern.
wieder ab. Dass wir da hochkommen zur Kiste. Ja, perfekt. Und dann klettern wir weiter runter. Und das Stück hier können wir ja schon. Zu gut. Zu gut. Das holen wir uns hier auch noch. Das ist klar. Mit der Ollen weiß ich jetzt noch nicht so ganz, was ich damit mache. Dann verwerfe ich sie erstmal weg. Und hol mir den Schatz. Wenn ich dich jetzt hier einfach erstmal liegen lasse, dann hole ich mir das Teil hier. Neuer Tagebucheintrag. Bring hilflose Frauen zum Ausgang, um sie mit einem Kuss belohnt zu werden. Oh, dafür habe ich hier aber ein paar geklatscht, ey. Das war auch nicht so geil. Abby, wir haben auch das geschafft. Geil. Punkte. Wer auch immer dieses Tagebuch in den Händen hält, ich hoffe, es wird von Nutzen sein. Mir hat es gute Dienste erwiesen. Doch ich brauche jetzt nicht mehr. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Oh Gott, ey. Ich steige hoffentlich ein letztes Mal in die Höhlen hinunter und ich kehre erst zurück, wenn ich den ultimativen Schatz in den Händen halte. Oder warten noch größere Genüsse darauf, entdeckt zu werden? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nimm diesen Schlüssel, eröffnet den Eingang zu den Minen. Folg meiner Spur, wenn du es wagst. Viel Spaß beim Forschen. Young. Okay, haben wir das Tutorial also schon mal geschafft. Der Anfang! Die Wände bewegen sich. Und da bin ich. Soweit bis jetzt nichts, was ich sehe. Oh, da ist eine Lady. Hier müssen wir ja helfen. Seile mitnehmen. Der Cash natürlich auch. Und dann nehmen wir die mit. Die kommen jetzt mal runter. Laufen darüber. Ja. Wir wollen ja die Diamanten nicht liegen lassen. Aber ich sollte da auch nicht so viel die Mütze verhauen. Ich glaube, das war nicht so gut. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier jetzt lang muss. Nein. Okay, Diamanten sind gesichert. Hier können wir eine Bombe hinlegen. Und hier auch. Klingeling. Klingeling. Nein.
sollte eine Bombe hin. Nee, doch lieber hier. Ich hab keine mehr. Scheibenkleister. Okay, die ist aktiv geworden. Aber da können wir hin. Gold war da drin, geil. Mega nice. Da war nichts drin, schade. Aber auch nicht weiter schlimm. Tja, wie kriege ich die jetzt? Okay. Ganz einfach. Neuer Tagebucheintrag. Die furchteinflößende Erscheinung treibt in den Kellern ihr Unwesen, wo sie nur herkommen. Ich muss mich also beeilen. Nein, da versperre ich den Weg nur. Ah, hat er mich erwischt. Shit. Also, neuer Versuch. Ich muss gucken, dass ich weiterkomme. Vielleicht ist das ja nicht unbedingt empfehlenswert, alles nur einzusammeln. Na, komm schon. Ledermaus. Oh shit. Ein lebendiges Skelett direkt aus deinen Albträumen. Oh Mann, dreimal hat's mich erwischt. Jetzt bin ich aber unkonzentriert. Aber wir bekommen das irgendwie hin. Oh, wir haben noch Bomben. Dann holen wir uns gleich die Kiste her. Der Dame durch. Shit, ich hab das wieder zu sehr vermöbelt. Wie komme ich da hoch? So. Wenn ich die da hinlege. Ah. Hab's mir gedacht, so weit kommt er nicht. Hoffentlich ist in der Kiste was Nützliches drin. Ah, da kommen wir mit ihr weiter. Da können wir runter. Oh shit.
Dame ist draufgegangen. Aber wir sind raus. Wir haben es noch vor dem Geist geschafft, meine lieben Freunde. 1.1 abgeschlossen. Und die Dame gerettet. Wir haben noch ein bisschen Cash gemacht. $11.100 verdient. Und getötet haben wir 3. Ja, das geht doch. Schauen wir uns kurz das nächste Level an. Ratzfatz kann mir nix. Den springen wir auf den Kopf. Okay, da gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Nein, schauen wir nicht. Oha. Neuer Tagebucheintrag. Und schon wieder draufgegangen. Naja, der Pfeil hat eines meiner lebenswichtigen Organe durchbohrt. Wir sind in einer Falle gelaufen und damit enden auch schon die 30 Minuten. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick bekommen und habt selber Bock auf das Spiel, wenn ihr es nicht schon gezockt habt. Aber es soll euch ja nicht daran hindern, es vielleicht dann nochmal zu zocken. Oder an alle, die es noch nicht gezockt haben und was Trickiges suchen, dann seid ihr genau richtig bei dem Spiel. Holt es euch, zockt es, aber bevor ihr das macht, lasst noch ein Abo da, lasst ein Like da, folgt mir auf Twitch, Twitter und Instagram. Und damit werdet ihr die Spielebibliothek wirklich sehr unterstützen, die im Moment schon, ja, ich glaube, die 640 Spiele überschritten hat. Ja, so viele schon. Und da könnt ihr die ersten 30 Minuten euch angucken, ohne großartig gespoilert zu werden, so wie es zum ersten Mal selber erlebt und ja, würde mich über jede Unterstützung freuen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Oder allgemein, ihr findet ein tolles Spiel, was ihr zocken wollt, dann ist ja alles richtig gewesen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.